dann habe ich gesagt, ja, das ist ja noch ein paar Leute. Ja, das ist ja noch ein paar Leute. Und der Haus die Leiterin von Herrn Bauer. Ja, das ist ja. Ja. Ich freue mich, wenn das wieder mal was... Das wird was und Sie haben die Einladung ist schon unterwegs. Danke. Der Karl, alles ist doch da. Vielleicht hier. Sehr herzlich bei dem Mutter-Tochter-Duo Schwarz, das uns, denke ich, so schön und stimmungsvoll in die Veranstaltung eingeführt hat. Ich möchte den Bürgermeister Carsten Karlhöfer entschuldigen, der gerne ebenfalls teilgenommen hätte, aber heute Abend um 19 Uhr sind Ausschusssitzungen und ich denke, er wird sich da noch ein bisschen vorbereiten. Und ja, das ist ja dann auch wichtig und notwendig. Ich freue mich, dass von Arbeits & Archives Frau Schwabauer hier ist. Arbeits & Archives ist für uns ein ganz wichtiger Partner. Ich werde das an anderer Stelle nochmal betonen. Ich freue mich, dass viele der Autoren der Broschüre, ich habe den Titel noch gar nicht genannt, aber sie liegt ja auf ihrem Stuhl und sie können ja alle lesen. Ich habe den Anfang des Satzes vergessen, aber ich denke, das spielt auch keine Rolle. Die Autorinnen und Autoren sind zum großen Teil hier. Ich darf sie nennen, ich glaube sogar sind alle hier. Nee, nicht alle. Udo Opper-Fiedler, Dr. Marion Lilienthal, Dr. Horst Hecker, Johannes Krötecke, Axel Marburg, Lothar Albrecht, der noch nicht da ist, und Ernst Klein und Dr. Wolfgang Werner, der vielleicht auch noch nachkommt. Ich darf dann, ach, der ist er schon, aufs Stichwort. Hallo Wolfgang. Dann ganz wichtig die grafische Gestaltung. Ich glaube, das Heft ist sehr ansehnlich geworden, ist sehr schön geworden. Und dafür sage ich ein herzliches Dankeschön, auch im Namen aller anderen Autoren, an die Miriam Krawowski, die hier verantwortlich zeichnete und auch das Drumherum hervorragend organisiert hat. Wir haben immer wieder den Stand der Dinge zugemeldet bekommen und konnten Stellung nehmen. Das war einfach toll und ich denke auch die Ausführung. Ich glaube, gedruckt hat dann Firma Sprenger aus Korbach. Es ist einfach so für meine Begriffe toll geworden und ich hoffe, dass es Ihnen auch gut gefällt. Wichtig ist natürlich, dass so eine Broschüre auch finanziert wird.
Und sie wird eben finanziert vom Landkreis Waldeck-Frankenberg und vom Netzwerke für Toleranz aus Bundesmitteln des Programms Demokratie leben des Bundesfamilienministeriums. Und ich möchte bei der Gelegenheit sagen, dass wir in den vergangenen Jahren ja mehrere Veröffentlichungen hatten. Und wir sind immer sehr großzügig vom Landkreis und vom Netzwerk für Toleranz unterstützt worden bei dem, was wir machen. Und wir sind sehr dankbar dafür. Danken möchte ich auch dem Medienverlag Frankenberg. Das ist der Verlag, der das handliche Telefonbuch herausgibt. Das kleine gelbe Telefonbuch. Vor allem da bei dem Geschäftsführer Herrn Gensch, der uns auch in der Vergangenheit schon geholfen hat. Er hat uns erlaubt, die Karten aus dem Telefonbuch, diese Ortskarten aus dem Telefonbuch, kostenlos zu übernehmen. Und das ist keine Selbstverständlichkeit. Und wir sind sehr dankbar dafür. Ja, okay. Und dann wäre mein erster Teil der Begrüßung und der des Dankes zunächst mal beendet. Und jetzt darf ich dann ganz unvermittelt den Landrat bitten, ein paar Worte an uns zu richten. Und ich werde, meine Damen und Herren, ich darf Sie jedenfalls sehr herzlich willkommen heißen zur heutigen Präsentation einer, wie ich finde, sehr lesbaren und wichtigen Schrift, Flyer nennt man es ja neuerdings, die Spuren jüdischen Lebens im Landkreis Waldeck-Frankenberg. Die finden sich in 18 von 22 Städten und Gemeinden, das ist mehr als respektabel. Und das beschreibt, glaube ich, zwei Dinge. Zum einen, dass über mehrere Jahrhunderte hinweg die jüdische Bevölkerung ihre Spuren hinterlassen hat, nicht nur im kulturellen Leben, sondern es ist greifbar, man kann es an Gebäuden, an Orten, an Plätzen festmachen. Und das ist schon sehr beeindruckend, das auch nachzuzeichnen. Und jetzt ist es auch gelungen, das alles mal zusammenzutragen, sodass man tatsächlich mehr als nur einen Flyer in der Hand hält, sondern sowas wie auch ein Dokument der Bildung und für die Bildungsarbeit sicherlich auch ganz hervorragend geeignet. Hat sich ganz gut gefühlt, meine Tochter darf sich auf die Abitur vorbereiten, hat exakt das Thema zufälligerweise identifiziert bekommen und der Flyer kam auch zur rechten Zeit. Es ist auch eine zweite Botschaft damit verbunden. Die Menschen hinter diesen Geschichten fehlen. Wenn wir über Jahrhunderte jüdischen Lebens in Waldeck-Frankenberg berichten und das auch jetzt hier dann auch entsprechend nachzeichnen, dann müssen wir leider auch feststellen, dass mit der Zäsur Mitte des letzten Jahrhunderts tatsächlich die Menschen, die uns auch so prägend mit der Gesellschaft begleitet haben, dass sie fehlen. Sie sind nicht zurückgekommen, das war auch nicht vorstellbar. Es ist aber auch nicht gelungen, auf andere Art und Weise jüdisches Leben wieder in der Qualität, in der Intensität zu etablieren, wie wir es früher ganz selbstverständlich wahrgenommen haben. Das ist schon eine Nachricht, die wir auch so zur Kenntnis nehmen sollten und dann natürlich aber auch an die junge Generation weitertragen, um deutlich zu machen, wie wichtig es ist, sich mit Geschichte auseinanderzusetzen, wie dramatisch die Auswirkungen von solchen Zäsuren sind, wie sich ja, Völkermord, der Holocaust auswirkt für eine Gesellschaft, die sich danach ja deutlich anders dargestellt hat, als wir das seinerzeit so gekannt haben. Ich möchte den Autoren sehr herzlich Danke sagen, da steckt eine Menge Fleißarbeit dahinter. Es ist aber was Tolles entstanden, das sicherlich die Arbeit vor Ort gut befördern kann. Und ich möchte nochmal sehr deutlich betonen, mir gefällt außerordentlich die Qualität der Arbeit. Wir in Bad Arosen haben davon ja auch schon profitiert und sind auch stolz und dankbar dafür, dass sich zum Beispiel Bad Arosen da auch wiederfindet, wie natürlich auch viele andere Orte im Landkreis, wo jüdisches Leben eben noch nachzuzeichnen ist. Davon lohnt es sich auch einzusetzen, auch in der Frage, was machen wir denn mit diesem Flyer? Ich mache gerade eben den Härtetest mit meiner Tochter, sehr erfolgreich. Irgendeine kluge Lehrerin hat in der Vorbereitung erkannt, dass sie möglicherweise dicht dran ist an den Quellen und sie hat jetzt eine Präsentationsarbeit bekommen, was zufälligerweise das Projekt in Bad Arosen widerspiegeln darf, aber das eben auch zeigt, dass dahinter noch weitere Geschichten zu erzählen sind. Weil wir sprechen natürlich jetzt über das, was wir sehen können, aber die Geschichten dahinter, die Lebensgeschichten nachzuzeichnen der Menschen, die betroffen sind, aber vielleicht auch die Frage, wie Gesellschaft seinerzeit mit der NS-Zeit umgegangen ist, davor, mittendrin, danach,
Auch das lohnt es und dafür ist das eigentlich ein guter Faden, an dem man sich orientieren kann. Und dann glaube ich, dass wirklich das Ziel auch gut erreicht wird bei der Frage, wie Erinnerungskultur und Erinnerungsarbeit hier im Landkreis Baden-Württemberg aussehen kann. Kompliment an die Autoren, Kompliment an die Arbeitsgemeinschaft, die ein tolles Werk kreiert hat. Deshalb hat natürlich der Landkreis das gerne mit unterstützt, wird auch weiterhin die Initiativen noch weiterhin befördern. Das machen wir sehr gerne. Ja, das soll zu meiner Seite aus gewesen sein. Nutzen Sie das für Ihre Arbeit, den Flyer, tragen Sie es weiter in die Arbeit vor Ort. Das ist sehr lohnenswert und ich freue mich spätestens auf die zweite Auflage, wenn es nämlich vergriffen ist. Vielen Dank erstmal an die Stelle. Heute in der Synagoge Vorstellung mal wieder geht es um jüdisches Leben bei uns im Kreis. Karl-Heinz Stadler hat darauf hingewiesen, die Erinnerungskultur hat sehr spät eingesetzt, aus vielerlei Gründen. Inzwischen haben wir aber auch wieder eine Situation, wo bestimmte Gruppen das anders für sich nutzen wollen. Steuert der Landkreis dagegen? Naja, gut, es gilt wie alle anderen auch klar Position zu formulieren. Der Landkreis unterstützt deshalb in besonderer Weise Projekte wie dieser Art. Das heißt, dass wir Erinnerungsarbeit auch unterfüttern wollen, dass Bildungsmaterial erstellt wird, damit Erinnerungsarbeit und Bildungsarbeit gut funktionieren kann. Und der Landkreis steht für das Netzwerk für Toleranz, um sehr deutlich zu sagen, Tendenzen nach rechts wollen wir nicht und ganz sicher wollen wir nicht antisemitische Strömungen bei uns akzeptieren. Da geht es deutlich Wort zu ergreifen. Das wollen wir auch sehr gerne tun. Das Schöne ist, wir machen es nicht alleine. Wir haben starke Vereine. Wir haben vor Ort viele Menschen, die sich engagieren in der Erinnerungsarbeit. Das ist ein wichtiger Beitrag, um tatsächlich aus der Geschichte auch ein Stück weit Lehren zu ziehen und vor schlechten Entwicklungen zu warnen. Und dass wir da wach bleiben müssen, dass zeigt jeder Blick in die Medienlandschaft. Wir stellen eben gerade das fest, was Sie beschrieben haben, dass Menschen sich zum Teil jetzt wieder mit ganz sonderbaren Weltbildern beschäftigen, nicht mehr akzeptieren, dass die Wissenschaft, was Geschichte uns auch lehrt. Da müssen wir wachsam bleiben, das wollen wir auch tun. Wir haben im Moment, Sie haben es ja schon mehrmals bei Veranstaltungen gesagt, der Kreis hat 1600 ukrainische Flüchtlinge. Nach dem Zerfall der Sowjetunion konnten die Juden wieder ihre Religion leben. Heute sind bei den Flüchtlingen ja nicht nur orthodoxe, sondern auch jüdische Mitbürger. Ja, das ist der Fall. Vielleicht ganz aktuell kann ich berichten, dass wir rund 1900 Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen haben. Und in der Ukraine gibt es tatsächlich eine noch stabile jüdische Bevölkerungsgruppe. Das spiegelt sich auch in Teilen der Gruppe der Flüchtlinge wider. Deswegen müssen wir auch den Anfängen oder den
bestimmten Gruppen wehren, weil im Moment genießen diese Leute nicht nur Flüchtlingsstatus, sondern was viel höher ist, Gastrecht bei uns. Ja, das sehen wir schon so. Wir müssen uns kümmern, aber da bin ich tatsächlich auch sehr überwältigt angesichts des sehr überragenden Bereitschaft der Bevölkerung, dort auch zu helfen. Das drängt vieles in den Hintergrund, was ich auch gut finde, dass das passiert. Die schweigende Mehrheit ist keine schweigende Mehrheit mehr. Man engagiert sich für Menschen, die man gestern noch gar nicht kannte, die man aber jetzt offen begegnet, weil man erkannt hat, man muss ihnen helfen, man muss solidarisch sein und offen sein für Menschen in Not. Und das klappt in unserem Landkreis ganz hervorragend, wie im Übrigen aber auch in ganz Deutschland, das mehr als beachtlich ist, die Hilfsbereitschaft zu erfahren, zu erleben. Und dann stimmt mich das zuversichtlich, dass wir dann doch, glaube ich, insgesamt einen guten Kompass haben, was richtig, was falsch ist. Vielen Dank. Bitteschön. Ja, Karl-Heinz Stadler, mal wieder in der Synagoge in Föhl, mal wieder Vorstellung eines Schriftwerks über jüdische Städten hier im Waldeck-Frankenberg. Etwas, was man in die Hosentasche stecken kann, also gelungen, klein und trotzdem sehr aussagekräftig. Ja, ich denke, so ist das und so war das beabsichtigt. Wir fahren, ne? Wir wollten dieses kleine Format, das man irgendwie in die Innentasche des Sakkos stellen kann oder in die Handtasche stellen kann. Wir wollten kein wissenschaftliches Werk, keine Sache mit großen Texten, sondern es sollte zeigen, welche Erinnerungsstücke, welche Memorabilien es über jüdisches Leben hier bei uns in Waldeck-Frankenberg gibt. Und wir haben da halt eine ganz tolle Truppe von Menschen aus dem ganzen Landkreis, aus allen Gemeinden, in denen es früher Juden gegeben hat, die bereit waren, bei diesem Projekt mitzumachen. Das Projekt ist ein ganz einfaches. Es sind Bilder drin und es sind Adressangaben drin, sodass eben diejenigen, die unsere Adressaten sind, mit Hilfe des Heftes durch ihre Dörfer, durch ihre Städtchen gehen können und gucken können, was es bei uns noch an Erinnerungsstücken gibt. Jetzt war, du hast es in deiner Rede gesagt, Erinnerung. Es gab mal so ein kleines Aufzucken der Aufarbeitung, der sogenannte Auschwitz-Prozess durch Fritz Bauer, dass überhaupt was rausgekommen ist und das hat man auch ganz schnell abgebügelt und dann war wieder lange, lange Ruhe. Arbeiten wir viel zu spät auf? Natürlich ist das relativ spät, aber man muss sehen und auch das habe ich in meiner Rede vorhin gesagt, dass nach 1945 noch diejenigen in den Dörfern und Städten hier bei uns in Verantwortung waren, die auch vorher Verantwortung hatten. Da sind vielleicht einige aufgrund der Entnazifizierungsverfahren irgendwie rausgenommen worden, aber die Menschen waren alle noch irgendwie von der Hitlerzeit geprägt. Und in dieser Zeit wäre es sehr schwer gewesen, diese Zeit aufzuarbeiten, sich auseinanderzusetzen mit den Verbrechen, die in deutschem Namen damals gemacht wurden. Angefangen hat das bei uns in den 80er Jahren. Fast 40 Jahre nach dem Ende der Hitlerzeit hat bei uns in den Dörfern und kleinen Städten angefangen, sich mit dieser Zeit auseinanderzusetzen. In den großen Städten, die anonymer waren, in denen man anonymer gelebt hat, war das früher möglich. Aber hier bei uns in den Dörfern und Städten war es nicht so früh möglich. Nun haben wir zeitbedingt ein Problem, dass viele Überlebende der Shoah, des Holocaust, der Vertreibung nicht mehr leben oder nicht mehr lange leben, weil die hoch in den 90er sind. Ja. Umso wichtiger ist es doch für uns, deren Andenken zu bewahren. Aber ja. Es gibt zum Beispiel, um das zu bestätigen, was du eben gesagt hast, es gibt noch eine einzige ehemalige Föhler Jüdin, die noch lebt, die jetzt Mitte der 90 ist und in den USA lebt. Aber als sie vor 20 Jahren hier in Föhl gewesen sind, sie und 15 andere Leute, ehemalige Juden aus Föhl, da haben wir ihnen versprochen, dass wir hier in diesem Haus, und das haben andere in ganz ähnlicher Weise gemacht, immer das Andenken an ihre Vorfahren, an diejenigen, die von hier vertrieben wurden, die geflüchtet sind, auch die, die deportiert wurden und ermordet wurden, dass wir das Andenken an die bewahren möchten. Und das tun wir zum Beispiel mit so einer Broschüre, wie wir sie jetzt herausgegeben haben. Ich habe vorhin den Landrat gefragt, wir haben inzwischen 1900 Flüchtlinge, Gäste aus der Ukraine. Nach dem Zerfall der Sowjetunion
war gerade die Ukraine, die eine sehr starke jüdische Gemeinde hatte, lebte das jüdische Leben wieder auf. Die kommen wieder nach Deutschland. Was sollen die denken, wenn sie antisemitische Parolen hören, Palästinenser-Demos, wo man also den Juden den Tod wünscht und so weiter? Ich will vielleicht nochmal zurückkommen auf das, was du eben einleitend gesagt hast, an diese Zeit nach 1990, nach der Auflösung der Sowjetunion. Da sind ja auch schon Hunderttausende von Juden hierher gekommen nach Deutschland. Noch viel mehr nach Israel, aber eben auch Hunderttausende nach Deutschland. Wir wissen, dass die jüdischen Gemeinden, die es hier gegeben hat, zum Beispiel in Marburg oder in Kassel, dass sich da die Zahl der Mitglieder der Gemeinde verzehnfacht hat, unheimlich gewachsen ist und natürlich auch die jüdischen Gemeinden dann neu geprägt hat. Wenn jetzt die jetzige Situation angesprochen wird und gesagt wird, auch jetzt kommen wieder Juden aus der Ukraine nach Föhln. Und wenn da zum Beispiel vor kurzem durch die Presse gegangen ist, dass da Juden auch, die auf der Flucht sind, gefoltert wurden, dass ihnen Leid angetan wurde, dann war das in anderen Ländern und dann ist das natürlich schlimm, aber es ist absolut nicht erträglich, wenn hier in Deutschland, in dem Land, das verantwortlich war für die Ermordung von 6 Millionen Juden, dass hier antisemitische Parolen gesprochen werden. Ich habe Verständnis und kann verstehen, dass man sich in der einen oder anderen Situation mit der Politik des Staates Israel auseinandersetzt. Das muss immer erlaubt sein und das ist auch erlaubt, auch in einem Staat Bundesrepublik Deutschland, der sich immer wieder dazu bekennt, ein besonderes Verhältnis auch zum Staat Israel zu haben. Aber es darf nie dahin kommen, dass Menschen wegen ihres Glaubens, wegen ihrer Volkszugehörigkeit, eben als Juden, dass die hier bei uns beschimpft und beleidigt werden. Das darf nicht passieren.